Deutschland hat 82 Millionen Einwohner. Weniger als 2% bezeichnen sich als wiedergeborene Christen. Im Osten Deutschlands leben prozentual die meisten bekennenden Atheisten der Welt. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind statistisch gesehen unerreichte Völkergruppen. 500 Jahre nach der Reformation ist unser Glaube und unsere Hoffnung die Gründung von neuen Gemeinden. Die Hoffnung dieser Welt ist die lokale Gemeinde. Gudrun Gundela heiße ich und bin Schauspielerin. Ich bin jetzt 74, sollte man ja eigentlich sagen. Sagen wir meine Freundin, die genauso alt sind, die aber jünger aussehen, weil sie schon so einige Sachen gemacht haben. Gut. Ich bin ja sehr katholisch erzogen worden, sehr, sehr streng katholisch erzogen worden. Mein Leben war derartig oberflächlich. Ich hatte ja auch alles. Wir hatten ein Haus am Meer, wir hatten ein Haus auf dem Land und so weiter. Ich bin seit 5 oder 6 Jahren in Berlin. Meine Schwester ist in so einer freien Gemeinde. Und die hat mich dann mitgenommen zu einem Event. Und da wurden die Leute, die mehr was von Gott erfahren wollten, die durften dann in den Altarbereich gehen. Und ja. Oh, jetzt heule ich schon wieder. Mein Leben wurde ganz einfach, hat sich von so auf so gewandelt. Es sind unglaubliche Sachen passiert. Was mich auch immer unglaublich beeindruckt, ist, dass ich das große Verlangen hatte, getauft zu werden, um dem Heiligen Geist näher zu sein. Was wäre, wenn ich diese Gemeinde nicht kennengelernt hätte? Also, dann ging es mir noch weiterhin ziemlich beschissen. Mein Leben hätte sich nicht so verändert wie heute. Ich wäre mit meinem Leben ganz bestimmt nicht fertig geworden. Und heute, ich habe ja so wirklich Haus und Hof verloren, wie man so schön sagt. Und heute führe ich ein so bescheidenes Leben, aber ein so viel reicheres, ein so viel, viel interessanteres, viel spannenderes Leben. Und habe auch gelernt, dass den äußeren Reichtum kannst du von heute auf morgen verlieren, aber deinen inneren Reichtum kann dir kein Mensch nehmen. Ich lese jetzt auch jeden Morgen die Bibel, so seit ein paar Monaten. Das ist auch so eine Bereicherung und tut mir einfach gut. Ich habe durch diese Gemeinde Gott kennengelernt. Und seitdem ich Jesus kennengelernt habe, geht es mir so viel besser. Und darum möchte ich euch bitten, wirklich, möchte ich euch bitten, gründet Gemeinden. Ohne diese Gemeinde wäre ich nicht die, die ich heute bin. Aber ihr seid unsere Gründer. Also bitte, ihr lasst uns teilhaben an Jesus und an euren vielen Gemeinden.